Sie wollen zurück in den Harz. Junge Familien oder Alleinstehende. Viele von ihnen sind irgendwann von hier weggezogen. Heute werben die Unternehmen um sie. Nadine und Ronny Festerling zum Beispiel haben in der Ferne gutes Geld verdient. Doch nun zieht es sie von Stuttgart zurück nach Wernigerode. Ehrlich gesagt ist manches Geld nicht das wert, was Familie und Freunde ausmacht. Und einfach das Gefühl, ja, in der Heimat zu Hause zu sein. Und das haben wir hier und das ist da unten nicht mehr so. Nicht das Geld, sondern die Familie. Auch bei Stefanie und Stefan Liesecke mit Tochter Paula ist das das Entscheidende. Vor 10 Jahren sind sie nach Bayern gezogen, sie als Lehrerin, er damals mit der Bundeswehr. Ich habe ja schon die Versetzungsanträge gestellt, wieder nach Sachsen-Anhalt zu kommen, weil ich halt in Bayern verbeamtet bin. Es ist nicht ganz so einfach, immer so einfach schnell mal zu wechseln wie in der Wirtschaft, sage ich mal so. Und der Knackpunkt ist dann halt bei dir noch. Stefanie und Stefan Liesecke, Nadine und Ronny Festerling, sie sind begehrt. In Wernigerode liegt die Arbeitslosenquote bei nur knapp 4%. Das bedeutet, der Arbeitsmarkt ist wie leergefegt. Es gibt kaum ein Gespräch, sowohl in der eigenen Verwaltung als aber auch mit Unternehmen, welches nicht gleich nach dem zweiten oder dritten Satz darauf kommt, oh, ich brauche Fachkräfte, ich brauche Ingenieure, ich brauche Lehrer, ich brauche Pflegekräfte, ich brauche Busfahrer oder ich brauche Verwaltungsangestellte. Also insofern ist das ein sehr, sehr drängendes Problem und daher sind solche Tage wie dieser, und ich bin dennoch überwältigt von der Resonanz am heutigen Tage, sind solche Tage sicherlich ein guter Anfang. Mit 500 Teilnehmern wie Nadine und Ronny Festerling hatte man beim Rückkehrertag gerechnet. Am Ende kamen knapp 1.000. Der Automobilzulieferer Nemag ist mit dem Tag deshalb zufrieden. Er hat 20 Stellen zu vergeben. Wir haben, glaube ich, knapp 8 oder 9 Vorstellungsgespräche schon fest vereinbart. 2 Praktikaplätze konnte ich auch schon vergeben. Und ich bin der Hoffnung, dass zumindest aus den Vorstellungsgesprächen auch noch mehr als nur ein weiteres Gespräch herauskommt. Bin aber sehr zuversichtlich. 1 Stunde und viele Gespräche später. Nadine und Ronny Festerling haben mehrere Angebote in der Tasche. Und auch Stefanie und Stefan Liesecke wollen das Projekt Rückkehr angehen. Wenn alles gut läuft in einem halben Jahr. Ja. Ansonsten hoffen wir eigentlich so in den nächsten 2 Jahren. Der Rückkehrertag in Wernigerode. Er hat vielen Hoffnung gemacht, sowohl Unternehmern als auch den Rückkehrern.